uns im Studio begrüßen wir Daniel Benjamin. Er ist der Präsident der American Academy. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Willkommen. Vielen Dank. Hallo. Thank you. Herr Benjamin, wenn Sie von Berlin aus jetzt auf Ihre Heimat schauen und sehen zum allerersten Mal, existiert ein Mugshot eines ehemaligen US-Präsidenten. Macht das was mit Ihnen, wenn Sie so auf Ihre Heimat schauen? Das ist natürlich eine Situation, die es noch nie gegeben hat, dass ein ehemaliger Präsident jetzt in so unter solchen Umständen sich befindet. Das ist das dritte Mal, dass Donald Trump angeklagt wird, bei insgesamt 91 unterschiedlichen Anklagen. Und die früheren Fälle, da haben die Staatsanwälte viele Dinge auch fallen lassen und gesagt, das reicht nicht für ein Fahndungsfoto. Natürlich ist das jetzt etwas schockierend, aber man hat ja schon so viele Jahre gewartet und es gibt so viele Beweise für das kriminelle Verhalten von Donald Trump, dass man es eigentlich für unausweichlich gehalten hat. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, er ist schon einige Male davon weggekommen, dieses Foto zu machen. Dieses Mal gab es da keinen Präsidentenbonus, so scheint es. Aber das Foto ist nicht ganz so unpassend, wie man das sonst bei Mugshots kennt. Glauben Sie, das ist ein Zufall, dass es ein Foto ist, das Donald Trump ja jetzt sogar zur Vermarktung nutzt, auf dem er gar nicht mal so schlecht, wenn man das so sagen kann, aussieht? Trump selbst hat gesagt, er hat gefühlt, dass er sich wie Churchill guckt auf diesem Bild und er hat dieses Ding natürlich auch häufig schon so aufgesetzt, immer wenn er irgendwie böse ist, wenn er entschlossen ist, wenn er möchte, dass er wie der große britische Führer Churchill aussieht. Wenn man sich alle diese Fahndungsfotos anschaut von Menschen, die bisher angeklagt worden sind in Georgia, dann glaube ich, das ist einfach nur die Art, wie man solche Fahndungsfotos macht und das ist nichts Besonderes. Jetzt vermarktet er nicht nur dieses Foto, sondern auch wirklich der ganze Auftritt. Man hatte nicht das Gefühl, er geht da ins Gefängnis. Das war eine große Inszenierung, als ginge es zu einer Gala für ihn. Diese Art, eine Show aus jedem Skandal zu machen, ist das so simpel schon der größte Teil seines Geheimnisses, seines Erfolges? Natürlich hat Trump sehr viele Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten und er versucht immer den Kontrast herzustellen zwischen seinem Präsidentengehabe und auf der anderen Seite den Dingen, wo er dann hier für ein Fahndungsfoto hingehen muss. Er zeigt also damit die Unwahrscheinlichkeit, diese Absurdität der Situation. Und natürlich hat er das Gefühl, dass er bei jeder einzelnen Anklage mit seiner Popularität weiter nach oben geht. Wir sind ja vor den Primaries jetzt. Es geht ja nicht um die nationalen Wahlen, sondern diejenigen, die ihn dann unter den Republikanern für die Primaries auswählen sollen. Und da klettert er natürlich immer höher auf der Leiter. Und jedes Mal, wenn er angeklagt wird, dann sendet sein Team Anfragen in die Welt. Und man sagt dann also noch eine Anklage weiter und dann bin ich auch schon so gut wie nominiert. Also natürlich spielt er mit diesen Dingen. Und Trump kommt ja aus dem Fernsehen ins Weiße Haus. Er hat ja damals auch sehr viel im Fernsehen Auftritte gehabt und so weiter und hat ein ganz gutes Gespür dafür, wie man solche Dinge inszeniert. Wenn wir vor allem auf diese Umfragen blicken, ein weiter Vorsprung, den er da zu den anderen republikanischen Kandidaten hat, der wird immer größer, das haben Sie schon gesagt. Man fragt sich aber, warum? Was müsste Donald Trump tun, damit seine Anhänger denken würden, er ist nicht der richtige Mann für das Weiße Haus? Die USA, die Amerikaner sind sonst so stolz auf ihr Land und jetzt ist jemand angeklagt, dass er Verbrechen gegen das Land begangen haben soll und es interessiert niemanden. Es interessiert schon sehr viele Menschen. Donald Trump ist ja weniger populär geworden in der Gesamtbevölkerung. Und während er auf der einen Seite die republikanische Partei vollständig dominiert, ist es für diejenigen, die unabhängig denken, offensichtlich auch so, dass er dort Boden verloren hat. Innerhalb der Partei selbst gibt es wohl 20%, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Wenn er
er jetzt nominiert werden soll, dann wäre er schon eher ein schwacher Kandidat. Man denkt natürlich auch an dieses merkwürdige System, ganz besonders bei den Vorwahlen, wo man hier Macht bekommt, die ihm natürlich auch helfen kann. Aber er ist doch trotzdem ein ziemlich schwacher Kandidat. Präsident Biden ist natürlich auch nicht unbedingt sehr populär, aber im Moment sind die meisten Menschen, die keinen von beiden mögen, wohl doch eher geneigt, Biden zu stimmen. Aber natürlich dominiert er auf jeden Fall die Republikanische Partei. Er hat einen großen Teil der Basis der Menschen in der Partei, die an ihn glauben, egal was passiert. Und wir leben im Moment natürlich auch in einer Medienblase, wo es kaum verständlich ist, dass er etwas falsch machen könnte. Und das sollte uns daran erinnern, an die Dinge, die wir im 20. Jahrhundert auch erlebt haben. Man kann Informationsräume schaffen, in denen dann die Menschen leben, wo gegenseitige Informationen gar nicht Zugang finden. Das wissen wir aus den früheren Jahren der Propaganda. Das ist die Art und Weise, wie es heute läuft. Und es ist wahrscheinlich noch stärker als damals mit dem Fernsehen und mit Daniel Benjamin, Media. Präsident der American Academy. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und die Analyse hier bei uns. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.